Herzlich willkommen zu Klaus Studio rezensiert. Heute geht es um das Hörspiel und auf Erdenstille aus dem Hause Folgenreich. Klaus Studio rezensiert. Ja, heute geht es um, wie schon gesagt, das Hörspiel und auf Erdenstille. Mein Name ist Bene. Hier habe ich meine wunderschöne Frau, die Jessie, die heute aushilfsweise mithört. Und einmal den Daniel, den ihr ja schon aus der letzten Folge kennt. Also, das Hörspiel ist aus dem Hause Folgenreich. Folgenreich ist ja schon bekannt aus verschiedenen Genres wie Horror, Mystery, Sci-Fi, Fantasy und was weiß ich alles. Wir haben ja jede Menge Hörspiele schon produziert und ja, heute dürfen wir das Postapokalyptik-Hörspiel, wo sie jetzt die erste Staffel rausgebracht haben, Leute. Die erste Staffel von Und auf Erdenstille. Es klingt unheimlich spannend, deswegen haben wir uns das ja auch überhaupt jetzt geholt und gesagt, wir wollen das einmal rezensieren, weil die Story selber basiert auf einer Geschichte von Balthasar von Weimann und in Kombination ist es halt auch, steckt hinter der Produktion wieder der Joachim C. Redecker, die halt vor allem auch aus der Mark Brendes Hörspielserie bekannt sind. Die Serie feiert ja heute auch noch großen Erfolg und wir haben gleich im Nachgang auch noch ein Interview mit dem Balthasar. Also freut euch und dranbleiben, Leute, das wird bombastisch. Ich erzähle euch mal kurz was zur Story, denn laut der Beschreibung spielt sich die komplette Geschichte in einer postapokalyptischen Welt. Was ist passiert? Eine große Katastrophe, die irgendwas mit dem Virus zu tun hat. Also ich würde sagen, das ist... Real life. Nein, also im Allgemeinen würde ich sagen, ist es ein bekanntes Szenario, was man ja aus The Walking Dead, Resident Evil und so weiter kennt. Die Protagonistin heißt Rhiannon. Wir lassen uns überraschen, wir klären euch gleich auf. Sie ist 16 Jahre alt, geht mit ihrer Armbrust auf die Jagd und wird von ihren Leuten verbannt, weil ihr Vater irgendetwas mit dem Virus zu tun hat und sie soll jetzt quasi ein Gegenmittel finden. Und zwar im verlassenen Manhattan. Soweit so gut. Erstmal klingt es ja ganz spannend, wobei ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das so in diese typische x-mal aufgekaute Szenarien aufgebaut wird. Ne? Also deswegen schauen wir mal, wir sind gespannt. Was ich noch kurz dazu sagen muss zu dem Gesamthörspiel, da sind wieder tolle Sprecher mit dabei, wie zum Beispiel Vera Tells, die auch in Fluch der Karibik Tja Dalma gesprochen hat, Sarah Alles, die Tiffany alias Debbie aus Angry Birds 2 gesprochen hat, Björn Schaller, vielleicht auch den ein oder anderen Gamer bekannt ist, nämlich Wii oder Five aus Cyberpunk. Cyberpunk, muss ich sagen, habe ich persönlich nicht gezockt. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr anspruchsvolles, professionelles Sprecherkonstrukt. Wir sind gespannt, was uns da erwarten wird. Außerdem noch viele weitere Sprecher, die ellenlange Listen an Projekten haben. Was erwarten wir vom Titel? Ich habe meine Erwartung schon gesagt, beziehungsweise meine Befürchtung. Allerdings kann es auch geil sein, weil ich hätte schon Bock auf ein cooles Zombie-Monster-Jagd-Postapokalyptik-Szenario, wo hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern könnte. Ja, die Story an sich, die du beschrieben hast, die klingt sehr spannend und ist auch so in meinem Bereich, was mich sehr interessiert. Der Titel klingt jetzt erstmal nicht so spannend, deswegen lasse ich mich überraschen, ob es eher actionreich ist oder eher nachdenklich sein wird. Ja, ich kann mich dir schon anschließen. Ich habe quasi dasselbe gedacht, als ich die Beschreibung gelesen bzw. gehört habe. Ich glaube schon, dass die Sache Potenzial hat, wenn sie nicht so aufgebaut wird wie die zig anderen Zombie-Szenarien, die mittlerweile auf sämtlichen Ebenen ehrlich gesagt totgekaut sind.
Aber wenn da mal so ein neuer Pfiff drin ist, hoffe ich, dass die ganze Geschichte geil wird. Da hoffe ich auch drauf, definitiv. Ja, Leute, also ich würde sagen, wir hören uns heute die ersten drei Folgen an und es wird noch eine zweite Folge von Klaus Studio rezensiert zu dem Thema Und auf Erden Stille geben, wo wir dann die komplette Staffel bewerten. Wir werden jetzt den Anfang heute bewerten und beim nächsten Mal die komplette Staffel dann. Was mich allerdings sehr nachdenklich stimmt, ist vor allem der Titel Und auf Erden Stille. Warum ist es so still? Weil so viele Leute tot sind? Warum ist es auf Erden still? Weil geschwiegen werden muss? Sind Wesen da, die nur durch Schweigen ausgetrickst werden können? Ja, wir werden es jetzt hören, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Die wollen ein separates Land machen und dort sollen nur Weiße wohnen dürfen. Muss ich auf die Todesfälle hinweisen oder ist dir die ethisch-moralische Komponente bewusst? Vor 12 Stunden hatten geschätzt 400 verzweifelte nordafrikanische Flüchtlinge im Handstreich den Regierungssitz besetzt. Kernkraftwerke, die vertragen das überhaupt nicht, wenn keiner mehr da ist, um Kühlwasser nachzufüllen. Sich vorzustellen, dass der eigene Vater was damit zu tun hat. Damit das Böse sein Ziel erreicht, braucht es nicht mehr, als dass die Guten zuschauen und nichts tun. Und auf Erden Stille. Das ist krass. Ein kurzer Eindruck zum Gesamtergebnis. Ja, also ich finde, man kann Teil 1, 2 und 3 jetzt so gar nicht als für mich in eine Reihe packen, weil für mich ein unglaublicher Break zwischen dem Stil von 1 und 2 zu 3 ist. Ich finde beides total interessant gestaltet. Es ist unglaublich, Teil 1 und 2 finde ich für den Kopf sehr anstrengend. Der Einstieg ist sehr, sehr schwierig reinzufinden in die Story. Wenn man dann aber drin ist, ist es cool und super gestaltet. Auch die Stimmen sind super gewählt. Es ist aber um kurz zu bleiben jetzt erstmal in der Zusammenfassung, ein unheimlicher Bruch, als wenn man sich nochmal umstellen müsste auf Teil 3, als wenn es nochmal eine neue Geschichte wäre. Und kurz zusammenzufassen, würde ich sagen, Teil 1 und 2 ist für nach dem ersten Kaffee morgens und Teil 3 ist zum Einschlafen für den Kopf etwas entspannter. Würde ich jetzt mal so als Hörspielhörer mit Leib und Seele so behaupten. Okay. Daniel. Im Groben und Ganzen ist schon sehr viel dazu gesagt worden jetzt gerade. Ich finde auch am Anfang der Geschichte wird man relativ schwer oder relativ hart in die Story reingeworfen, ohne dass man überhaupt weiß, wer ist jetzt wo und was ist überhaupt passiert. Boom. Genau, das ist einfach so, hier kommen wir mit klar, vielleicht erklären wir das irgendwann mal. Was auch meistens, also meiner Meinung nach am Ende einer Folge immer so ein kleines Häppchen einem zugeworfen wird, wo man sich dran klammern kann und am Anfang der nächsten Folge ist es wieder total irrelevant, weil es wieder um was ganz anderes geht. Alles in allem freue ich mich aber trotzdem, den Rest der Geschichte zu hören. Ja, vielen Dank erstmal. Also, ich bin ein bisschen überrumpelt, muss ich sagen. Also, ich bin ja so eher der seichte Hörspielhörer wie 3 Fragezeichen oder von Lausch den Medien, wo immer mal wieder, sag ich mal,
man zwar in so ein Kino eingeworfen wird und auch umgarnt wird von Sachen, aber das, also gerade 1 und 2 habt ihr schon wunderbar beschrieben, also das, das fand ich wirklich, das war so, das ist wie Kino. Ich setze mich hin, ich höre was, also da kann ich kaum was nebenbei machen, weil da muss ich konzentriert bleiben. Bei Teil 3, da hatten wir kurz drüber gesprochen, das war so ein bisschen die drei Fragezeichen-Feeling. Steht hier. Genau, also es war auch so die Musik, da war so passend so dieses, oh, jetzt kommt ein Fall und so, ne? Also es war schon ganz interessant, aber es ist so viel aus so vielen Perspektiven gemacht, also es ist überwältigend. Wie war die Story? Die ist ja mit zwei verschiedenen Situationen quasi konfrontiert. Teil 3 ist ja eine andere Situation als Teil 1 und 2. Die Story baut sich langsam auf, wobei man auch schnell drin ist. Das, was du ja auch gesagt hast, ne? Man wird reingeworfen. Es ist kein The Walking Dead, definitiv nicht. Es ist kein... kein Abklatsch davon, es ist was Neues, ne? Also hier, was ja auch schon ganz klar gesagt wird mit und auf Ehrenstille, die laufen ja alle mit einem Gehörschutz rum, ne? Also einfach um sich selbst zu schützen. Warum? Erfahrt ihr natürlich, wenn ihr das Ding kauft und euch anhört, liebe Leute. Man kriegt häppchenweise, kriegt man was. Für mich war die Story bisher ganz stimmig. Aber dieser Break da drin zwischen 1, 2 und 3, der hat mich jetzt gerade ein bisschen geknackt. Ja, ich gebe das Zepter aus der Hand. Ja, ich knüpfe, glaube ich, direkt da an, wo du aufgehört hast. Mit der Story sehe ich das genauso. Ich fände vielleicht cool gewesen, wenn Folge 3 Folge 1 gewesen wäre. Quasi das... dieser Break einmal am Anfang vorkommt, nach der ersten Folge, und dann es in einem durchgeht, anstatt man quasi die ersten zwei Folgen einer Linie folgt und dann der Break gibt, wo es was anderes gibt und dann später wieder ein Break gibt, wo mit der Linie von vorher weitergemacht wird, fände ich, glaube ich, angenehmer fürs Hören, wenn dieser Break nur einmal gewesen wäre und man die eine Geschichte hört und dann danach die anderen Teile. Mhm. Zu der Story an sich, wonach du jetzt gefragt hast, würde ich sagen, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte jetzt heute einen langen Tag, bevor wir damit gestartet haben, und ich muss wirklich sagen, ich konnte in den ersten beiden Teilen wesentlich mehr den Schwerpunkt auf die Geräusche und auf die Stimmen legen, weil die Story sehr in den Hintergrund gerückt ist durch diese unglaublich gute Qualität der Stimmen und Soundeffekte. Dadurch muss ich sagen, ist bei mir wenig... Also ich müsste sie ein zweites Mal hören, weil ich zu müde dafür war, der kompletten Story zu folgen. Bei Teil 3 war es für mich eher so, dass es mir das einfacher gemacht hat, weil ich halt zum Schlafen oft die drei Fragezeichen höre, zu folgen und zu sagen, jetzt kann ich abschalten. Die Soundeffekte waren nicht so gewaltig, da konnte ich mehr Augenmerk auf die Story legen, wo bei mir auch mehr jetzt im Kopf geblieben ist von der Story aus Teil 3. Deswegen, ich verstehe Daniels Einwand, dieses tauschen zu wollen. Auf der anderen Seite, für jemanden, der jetzt nach einem Tag, nach einem Arbeitstag oder sowas, das wie heute hört, finde ich, ist es schon richtig rum, so die Spannung vorne zu lassen und dieses Umfangreiche für den Kopf vorne zu lassen und das zum Ausklingen eher hinten dran zu stecken. Wobei ich jetzt unglaublich spannend finde, switcht das nach Teil 3 nochmal, weil da liegen für mich jetzt so gefühlt 100 Jahre zwischen, und switcht das jetzt nach Teil 3 nochmal, oder bleiben wir in dieser für mich vom Sound her modernen Welt, oder gehen wir wieder in dieses Altertümliche mit den vielen Kerkerklängen zurück? Also das interessiert mich jetzt doch schon. Wie fanden wir das Sounddesign? Insgesamt, die Szenarios sind so gewaltig dargestellt worden. Also ich war drin in der Welt, ne? Also gerade auch in 1 und 2, da war ich drin. Man hat mir gerade wenn die Protagonistin, wie heißt sie, Rhiannon?
Rhiannon. Ja. Genau. Wie Rhiannon die Kopfhörer abgenommen hat und ich plötzlich mit dieser geballten Masse an Geräuschen damit konfrontiert wurde. Also das war ein krasses Dingen. Wobei ich sag so, das meine ich halt auch zum Beispiel mit Ohrenkino. Das könnte Kino, ich mir. Ja. Das war Kino für die Ohren. Also das war gar nicht anders zu beschreiben. Ne? Also insgesamt die Effekte. Wow. Da bin ich vollkommen. Ich bin baff. Wobei mich persönlich für ein Hörspiel. Ich finde es auf der einen Seite mega cool, dass die Effekte so realistisch dargestellt worden sind. Und auch zum Beispiel die Länge der Effekte. Ne? Teilweise hat man eine halbe Minute nur Geräusche gehört. Ich fand es super geil. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir das auch sehr anstrengend vorstellen über die Länge der Zeit. Ne? Also gerade wenn es über die Staffel hinweg immer wieder solche Szenen gibt, finde ich es jetzt angenehm. Aber wenn es überhand nimmt, anstrengend. Anstrengend. Also ich lasse mich davon überraschen. Ja, das wäre so mein Eindruck zum Sounddesign. Was sagt ihr? Gewaltig, definitiv. Also ich hatte gerade auch in Teil 1 und 2 das Gefühl, wirklich wie im Kino zu sitzen, jetzt auch aufgrund der Anlage, wie wir es jetzt gehört haben. Es hatte wirklich eher schon dieses Gefühl von Kino, Hintergrund. Gut, unglaublich gut. Also am Anfang habe ich nur so gedacht, die ersten paar Schritte, die waren so ein bisschen, als wenn einer auf Papierschnipseln rumtritt. Aber danach kam nur High-End-Qualität, finde ich, an Soundeffekten. Wo dann für mich auch wieder dieser Cut zum dritten Teil war. Da war es relativ einfacher gestaltet, sehr moderne, einfach gehaltene Klänge, wie das Telefon oder so. Da war auch schon ein Unterschied für mich zu erkennen, wo man so denkt, ist das jetzt eine andere Reihe oder eine andere Serie? Aber vom Klang her, der Soundeffekte, war es wirklich, also wow. Da habe ich weitaus andere Dinge gehört. Das ist echt gut gewesen. Hammer Soundeffekte, Hammer Qualität. Am Anfang hatte ich ein bisschen die Befürchtung, da war mir das ein bisschen zu viel, also die ersten paar Minuten, die ersten zwei, drei Szenen, das war dann irgendwie ein Satz, mega Soundeffekt, der nächste Satz, mega Soundeffekt, da fand ich schon, wenn das jetzt das ganze Hörspiel so weitergeht, ziemlich anstrengend. Mhm. Das war dann aber zum Glück nur die ersten paar Szenen so und dann hat sich das in einem gleichbleibenden, ausgeglichenen Maße angeglichen. Ja, sehe ich genauso. Das Einzige, wo wir auch noch gesprochen hatten, kurzzeitig, war der Soundeffekt des Erbrechens. das war eine kurze Diskussion gewesen zwischen uns, weil Jesse fand ihn, ja, der war passend, Frauen kotzen so. Das war ein Damenerbrechen. Das war ein Damenerbrechen. Mir so, nein, so hört sich kein Kotzen an. Ne? Also das, so spucke ich meine Mundspülung aus. Genau, also ich fand es jetzt auch nicht so ganz passend, aber ne, sei halt dem Hörer überlassen. Subjektive Wahrnehmung. Genau. Wie haben die Sprecher ihren Job gemacht? Also ich fand, die Stimmen waren super ausgewählt. Die waren recht klar, bis auf eine Kleinigkeit, aber das hast du dir als Steckenpferd gesetzt, da kommst du gleich zu. Und meiner Meinung nach alles ziemlich passend. Da war niemand bei, wo ich gesagt habe, also für mich selber gesagt habe, passt überhaupt nicht da rein vom Sprechen her. Einer, den ich jetzt auch gar nicht, der war nur ganz am Anfang einmal drin, der hat für mich etwas abgelesen geklungen. War das der auch mit der Rhiannon sich da so angefeindet hat? Ja. Der ganz am Anfang, der Junge, der halt hier auch auf Sex so aus war. Ja, das war die erste Szene, da genau, war... Genau, das war auch so die Szene, wo ich dann dachte so, okay, der klang für mich auch ein bisschen unpassend. Gelesen, wobei das wirklich der einzige war, im ganzen Verlauf. Definitiv, ja. Ich habe mir hier mit Herzchen drauf den Deadlift geschrieben. Und Deadlift Bierstedt, ja. Ja, den habe ich mir hier mit großem Herzchen sogar markiert, weil das eine unheimlich angenehme Stimme
vom Lesen her, also der Klang, das war unheimlich einnehmend, der ist sehr präsent gewesen und sehr warm, also das war total schön zu hören. Dann habe ich aus dem zweiten Teil mir den Ranger aufgeschrieben, den ich unglaublich gut fand. Auch die beiden Hauptrollen hier, die im Vordergrund standen, Lisa und Rhiannon, die fand ich sehr gut vom Sprechen, sehr gut im Austausch, im Dialog. Das Einzige, was mich immer wieder eingeholt hat, war der blecherne Klang von der Stimme von der Rhiannon. Was so ein bisschen für mich immer wieder rausgerissen hat, dass die beiden wirklich in einem Dialog sind. Dadurch, dass die Stimmen so einen unterschiedlichen Klang hatten, vom Volumen her durch die Aufnahmen. Aber das ist wirklich das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, das ist mir ein bisschen... Und einmal waren zwei im Hintergrund, da war der eine gefühlt für mich einen halben Kilometer weiter weg als der andere von der Lautstärke her. Das aber stimmt. Ja, das muss ich auch sagen. Also dieses unterschiedliche weit weg sein, das ist irgendwo realistisch. Ich finde, ein bisschen haben sie es da übertrieben. Auch das einmal hier mit dem Priester am Anfang, das war auch... Dann habe ich mich erschreckt, als dann Rhiannon dann plötzlich wieder was gesagt hat. Also dann war ich plötzlich... da ist ja jemand noch vorne. Also da war ich ein bisschen überrascht. Ja, was ich mega cool fand, war vor allem auch die Authentizität von den englischen Sprechern, beziehungsweise von den englischen Dialogen, die einfach zwischendurch noch mit reinkamen. Mega gut. Es gab auch eine Sache, die fand ich auch richtig gut. Da haben sie irgendeine Sprecherin relativ weit am Anfang mit den Steinen, in die Szene mit den Steinen mit reingenommen. Die hatte so ein flapsigen, nuscheligen Ton, so ein richtig schön, wo ich mir dachte, ach nee, was nett, das ist so authentisch, so richtig vollkommen normal, dass jemand auch nicht so ganz akzentuiert spricht, also richtig, richtig gut. Unsere Meinung zur Musik. Gut, ich hätte jetzt nach dem ersten, wo man so startet in der Reihe, hätte ich mir was anderes am Ende vorgestellt vom Stil her. Fand es aber jetzt überhaupt nicht unpassend, sondern gut, einfach nur überraschend. Ich kenne mehr Musik, also sie war sehr wenig präsent, was jetzt aber im Rahmen dieser super vielen Effekte jetzt auch nicht unpassend war, dass wenig Musik gewählt war. So ein bisschen hätte ich mir gewünscht, dass das so ein bisschen ein rundes Paket pro Reihe ergibt, dass die Musik am Anfang da ist und am Ende da ist, um so ein bisschen, wenn man die jetzt in der Reihe hört, einen klaren Anfang und ein klares Ende erkennt. Ja, hast du ja eigentlich immer am Ende mit diesem... Ja, aber der Anfang hat halt okay, immer gefehlt. Und dadurch war es nicht so ganz rund, sondern es war so ein unglaublich schneller Einstieg und ein sehr abgeflachtes Ende. Ich hätte es so ein bisschen... Ich mag... Rundungen. Okay. Ich glaube, wir haben das bei der dritten haben wir es, glaube ich, übersprungen. Der Anfang war ja immer dieses Intro mit dem Reaktor und Co. Genau. Das war der Anfang einer Folge, dieses hier, wer füllt die Reaktoren nach und sowas. Okay, dann klang es für mich vielleicht halt nicht so anfangs und abschließend, aber überhaupt nicht schlecht gewählt für mich. Also da kann ich jetzt nichts Negatives zu sagen. Wir haben es eben schon öfter mal angesprochen. Ich fand ein bisschen schade, diesen Stiländerungen von Teil 1 und 2 zu 3, dass es im dritten Teil dann mehr wieder wie die drei Fragezeichen klang und in den ersten zwei Teilen klang das eher nach was Eigenem, was es so, ich sag mal, seltener oder nicht ganz so präsent bis jetzt gibt. Und der dritte Teil war halt, ja, ich sag mal grob, klang ein bisschen abgekupfert von... Wobei ich da auch nochmal kurz einhaken muss, wenn ich darf. Ich fand gerade so am Anfang, fand ich genau dasselbe, auch wieder so dieses Drei-Fragezeichen technische. Allerdings so gegen Ende, wo dann auch wieder so der Moment war... Okay, dann ging das wieder in dieses Endzeit-Dingen über. Das fand ich zum Beispiel spannend. Also so auch die Musik selber fand ich sehr dürftig gesät. Also ich hätte gern mehr auch so aus dieser Richtung gehört, weil
ich bin ja auch eigentlich so mehr gewohnt. Hätte ich auch gerne mehr gesehen, gehört. Aber ich fand es jetzt wenig störend. Nur halt, ich glaube, es hätte an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Gänsehauteffekt rausholen können, wenn zum Beispiel der Überraschungsmoment mit Lisa eingetroffen ist. Da hätte, glaube ich, noch so ein bisschen mehr stimmt Gänsehaut hochkommen können und so. Was mir gerade auch noch einfällt, auch wenn jetzt so total kritisierend auf Teil 3 wirkt, finde ich überhaupt nicht, weil da sind einige Sachen, die finde ich sehr gut dargestellt. Weil ich zum Beispiel jetzt, was mir gerade sehr präsent ist, wenn wir über die Musik und die Effekte reden, ich glaube, ich habe noch nie allein auditiv eine Flughafenszene so gut dargestellt gehabt. Das muss ich mal ganz klar sagen. Also dieser Lautsprecher, diese Durchsage am Flughafen, die klang für mich so authentisch. Wenn man öfter schon mal an einem Flughafen gestanden hat, hat man sich wirklich gefühlt, als wenn man da draufsteht. Muss ich mal so ganz klar sagen. Die Bewertung. Die Sprecher haben insgesamt 27 Punkte von 30 möglichen Punkten erreicht. Die Story hat 17 von möglichen 20 erreicht. Das Sounddesign 19 von 20 Punkten. Die Soundtracks 17 von 20 Punkten. Und Features 9 von 10 Punkten. Insgesamt eine Wertung von 79 Punkten. Von möglichen 100 Punkten. Ist eine 2. Man muss allerdings jetzt noch mal ganz klar sagen, wir haben hier nur Folge 1, 2 und 3 gehört. Und 3 hört mit einem ganz gemeinen Cliffhanger auf. Und wir sind gerade rausgerissen worden aus der Endzeit in die Gegenwart und wollen wieder zurück in die Endzeit und haben jetzt das Problem, wir müssen das jetzt aktuell so bewerten. Aber im zweiten Vlog werden wir dann die komplette Staffel bewerten. Begründung 2. Heute ist eine Frau dabei und ich bin ein bisschen kritischer und habe meine Herren hier ein bisschen mit meiner Kritik, glaube ich, auch beeinflussen können. Ich sehe das Ganze immer noch mal aus einer anderen Perspektive. Ihr Frauen wisst, was ich damit meine. Na dann sind wir raus. Schweigen. Was erwarten wir von den nächsten Folgen? Also ich persönlich muss sagen, ich möchte mehr, viel mehr aus dieser Endzeit erfahren. Ich möchte wissen, was es mit diesem Virus auf sich hat, was der Vater genau damit zu tun hat. Ob die diese Hyperakusis, also diese unglaubliche Lautstärkeempfindlichkeit in den Griff bekommen, ob es vielleicht doch irgendwelche Viecher, Monster gibt. Das fände ich schon irgendwie, würde mich jetzt enttäuschen, wenn es nicht irgendwelche Viecher gibt. So, das würde ich mir wünschen. Wie sieht's bei euch aus? Ich wünsche mir auf jeden Fall, in diesen ersten 3 Folgen haben sich so unglaublich viele Fragen angehäuft. Ich gehe auch davon aus, dass sie beantwortet werden, aber deswegen hoffe ich auch, dass sie beantwortet werden. Und gleichzeitig bin ich genau der Gegenpart von Bene. Ich hoffe oder wünsche mir, dass eben keine Viecher auftauchen, damit es halt nicht wie die nächste 0815 Monster-Zombie-Apokalypse wird, sondern was Neues, Eigenes und schon ein bisschen, weil es auch so angefangen hat, realistischeres bleibt. Ja. Langweilig. Ich weiß, jetzt kriege ich zweimal Augen verdrehen. Ich wünsche mir, dass die Qualität der Sprecher wirklich konstant bis zum Ende dieser Staffel genau so bleibt. Dass diese einzigen kleinen Makel, die es halt unperfekt perfekt machen, bleiben. Allerdings sich hauptsächlich diese überragende Qualität durchzieht. Dass die Story weiterhin diese Überraschungseffekte, die sie unglaublich unverhofft wirklich einbringt, dass die auch bleiben. Dass das Sounddesign in der Qualität genauso bleibt, vielleicht ein bisschen von der Lautstärke her nach Erfahrungen jetzt so ein bisschen reguliert wird. Aber dass vielleicht noch ein paar Features mehr, die Features, die jetzt da waren, waren gut, aber dass noch ein
paar mehr kommen, um mich nach dem nächsten so langen Arbeitstag wirklich nochmal so am Ball zu halten, wie ich jetzt nach Folge 3 war. Ja, ich würde sagen, 79 von 100 Punkten klingt irgendwie ein bisschen wenig meinem Gefühl nach, aber ich muss sagen, wir haben auch nur bis Folge 3 gehört. Und deswegen, ich bin gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Ja. Und freue mich auch, vor allem, dass wir uns im zweiten Vlog wiedersehen. Und, Leute, dranbleiben, jetzt werden wir dem Balthasar von Weimann noch einige Fragen zu der Hörspielserie und auf Erdenstille stellen. Also, meine erste Frage ist, hast du schon das Ende der Serie vor Augen? Das Ende der Serie, ja, definitiv. Habe ich. Ja, also sozusagen der Schluss steht schon. Und was nicht ausschließt, dass es nicht auch in der gleichen Welt nochmal eine weitere Geschichte geben kann. Aber diese Geschichte hat ein definitives Ende, ja. Okay. Also es gibt die Möglichkeit auf ein Spin-off. Genau, es gäbe sozusagen eine Möglichkeit, in der Welt weitere Geschichten spielen zu lassen. Da habe ich auch schon so ein paar Gedanken, aber noch nicht sehr konkret ausformuliert. Was aber auch sicherlich erst dann konkret würde, wenn sich das Label meldet und sagt, das ist ja völlig durch die Decke gegangen, wir brauchen dringend mehr Stories, mach mal. Aber ich habe gleich von Anfang an gesagt, so, nee, also das ist keine Endlosserie, das hat ein Ende. Dann frage ich direkt weiter, wie viele Staffeln erwarten uns denn circa? Also auf jeden Fall 2. Ob jetzt sich in der Staffel 2 diese Geschichte völlig zu Ende erzählt hat, kann ich jetzt in dem Moment, wo ich sie schreibe, noch nicht ganz sagen, aber es wäre möglich. Das ist ganz bewusst dann an der Stelle die Geschichte von Rhiannon zu Ende erzählt ist, aber dann vielleicht sich schon eine weitere Geschichte abzeichnet, so das sein könnte. Aber 2 auf jeden Fall. Cool. Was mich unheimlich interessieren würde, ist, in welchem Zeitraum, also wann hast du angefangen, diese Geschichte zu schreiben? Also die allererste Idee dazu kam mir 1995. Wow! Wenn ich jetzt sagen darf, ich bin die Älteste von uns dreien, 2 davon konnten noch nicht Pipi in die Toilette machen. Wahnsinn! 1995, da hatten wir unter dem gleichen Titel, mein Cousin und ich, wir sind ja Partner in der Firma, ein Amateurhörspiel gemacht, das den gleichen Grundgedanken hatte. Allerdings andere Hauptpersonen und da gab es auch nur die Gegenwartsebene aus der Sicht der Beteiligten an dem Virusausbruch. Das war eine 30-minütige Geschichte, die wir auch fertig produziert haben, aber halt eben als Amateurhörspiel haben wir nie verkauft, sondern einfach nur Freunden gegeben und so. Und diese Geschichte fiel mir wieder ein. Letztes Jahr, ich würde mal sagen so, naja, letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr muss das dann gewesen sein, genau, so im August 19. Und dann ging ich damit schwanger, machte irgendwie einen Pitch, überlegte mir, wie das laufen könnte als Einzel-Komplett-Hörspiel oder als Serie, als staffelbasierte Geschichte und suchte dann nach Partnern und hatte halt eben unsere Plattenfirma von Marc Brandis gleich oben auf der Liste. Denn die hatten sich bei mir mal gemeldet und hatten gesagt, ja, also ist ja schön, dass du uns immer wieder irgendwelche Literaturadaptionen vorschlägst, aber schick doch mal was Eigenes ein. Also mach doch mal einen eigenen Vorschlag, was du selbst geschrieben hast. Und dann kam mir eben diese Idee und dann dachte ich, okay, ich schick's ihm mal. Und dann hatte ich erst mal 2 Wochen nichts gehört, 2 oder 3 Wochen oder so und dachte schon, also so toll finden sie es vielleicht nicht oder so. Und tippte ganz vorsichtig an und dann bekam ich zurück, also hier finden es alle geil. und daraufhin saß ich plötzlich vor der Situation, ja, jetzt musst du auch was machen draus. Ne? Und so entstand es dann. Ich habe dann die Verträge waren dann fertig, so im November 19.
Und ich habe so im Mitte Dezember habe ich angefangen zu schreiben. Und 6 Wochen später habe ich gedacht, so, was ist denn hier los? Als dann die ganze Corona-Geschichte losging, konnte ich sozusagen draußen auf der Straße, konnte ich mir halt eben anschauen, wie reagiert eine Gesellschaft auf eine Pandemie. Damit hatte ich natürlich nicht gerechnet. Und ich bin sehr dankbar, dass es eben nicht eine genau identische oder ganz ähnliche Geschichte ist. Also, dass ich jetzt nicht zum Beispiel irgendwie den Hunter-Virus oder sowas genommen habe. Etwas, was oder irgendwie ein Grippevirus oder ein SARS-Virus oder irgend so etwas, sondern dass es doch ein bisschen weiter weg ist und somit sich vielleicht nicht zu direkt wie die Realität anfühlt. Ja, sonst hättest du auch ein paar Gitterstäbe hinter dir wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt statt offene Fenster. ja, genau. Und aber das war schon spannend zu beobachten, eben zu sehen, wie nah an der Realität ist so eine Geschichte und eben wie geht eine Gesellschaft damit um, wenn sie eben als Gesellschaft nicht mehr bestehen kann. Das war dann halt eben die Frage dahinter. Gut, ihr habt jetzt die ersten 3 Folgen gehört, richtig? Da seid ihr halt eben ja noch nicht an der Auflösung dran, deswegen verspoilere ich euch jetzt nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass am Ende dieser ersten Staffel schon einige Antworten geliefert werden. Also ihr kriegt dann schon, ihr wisst dann schon einiges, wie es dazu kam. Die zweite Frage, die ich noch ganz kurz dazu hätte, ist, ist für dich ein Zeitsprung zwischen, also hat da eine Pause stattgefunden beim Schreiben oder so ein vielleicht Lebenswandel stattgefunden zwischen 1 und 2 und Part 3? War in deinem Leben irgendwas, was da den Break auch erklärt? Deswegen die dritte Episode in der Gegenwart spielt? Ja, warum du da genau diesen Wechsel hast stattfinden lassen? Das hatte so ein bisschen, ich hatte überlegt, was muss ich denn erzählen aus der Zeit vorher? Wie viele Episoden sind das? Und da kam ich relativ schnell auf 3. Und hatte dann überlegt, wie kann ich in dem Rahmen von 10 Episoden die am besten über die Geschichte drüber streuen? Und hatte dann gedacht, na gut, dann machen wir doch 3, 6 und 9. Okay. Wirklich so. Du hast gelaufen. 3, 6 und 9. Und hatte mir halt überlegt, sitzt das richtig schön sauber auf guten Cliffhangern, dass man da sozusagen, wenn man dann die Zukunftswelt verlässt, schon eigentlich neugierig ist zu sehen, wie geht's denn da weiter. Aber ich habe eigentlich mir Mühe gegeben, um jede der Episoden irgendwo mit einem kleinen Cliffhanger zu beenden, sodass es immer irgendwie so dieser Impuls dabei entsteht, nächste Episode bitte. Und es waren jetzt auch schon einige, die das wirklich so binge-mäßig durchgehört haben, innerhalb von so einem halben Tag oder so, zack, die gesamte Serie durch. Ich dachte, okay, muss man nicht. So ein bisschen hatte ich mir tatsächlich überlegt, diese kurzen Episoden, dachte ich dann auch, vielleicht der eine oder andere macht das dann so, das ist ungefähr meine Zeit zum Job oder so, und dann höre ich halt eben eine Episode auf dem Weg zum Job und eine auf dem Weg zurück und dann nach einer Woche bin ich fertig. Das war so ein bisschen der Gedanke, auch hinter dieser Länge. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wie funktioniert das, deutlich kürzere Episoden zu machen? Und ich war überrascht, wie gut das läuft. Also war wirklich ganz überrascht, wie dicht das trotzdem geht und dass man trotzdem nicht das Gefühl hat, oh ja, meine Güte, das ist jetzt so eine Viertelstunde. Viel ist ja nicht passiert, sondern man kriegt eine ganze Menge unter in dieser Zeit. Ja, wo wir gerade bei den Zeitsprüngen waren, hatte ich dann auch quasi fast die ähnliche Frage, habe es jetzt ein bisschen abgewandelt. Und zwar, ob das generell eher so dein Stil ist oder ob du mal was Neues ausprobieren wolltest, die Gegenwartsversion nach und nach rauszubringen oder ob du vielleicht überlegt hast, Vergangenheit und dann hinterher oder vorher einen Prolog als eines rauszubringen oder ob das von Grund her so geplant war, die Gegenwartsfolgen gestückelt preiszugeben. Das hat natürlich etwas mit dem Spannungsbogen zu tun. Hätte ich jetzt dann irgendwie die Folgen 1 bis 3 mit der Gegenwart gemacht, dann wäre doch eine recht wichtige Information schon bekannt gewesen, bevor die Zukunft eigentlich anfängt.
Und ich möchte, also das war mir klar, ich wollte mit der Episode 1 richtig ins kalte Wasser reinwerfen. Das sollte wirklich, man sollte nichts wissen und diese Geschichte mit dem Hören und mit diesem Hohlschutz und so, das sollte sich erst stückweise erschließen. Und auch, man hat ja doch erst nach ein paar Minuten raus, ah, das ist in einem Bergwerk. Okay, da sind so mehrere Leute, nicht nur die paar. Okay, so und so sieht das aus. Das ist etwas, was ich eigentlich gerne mag, dass sich Geschichten erschließen im Lauf der Geschichte und kein Erklärbär da sitzt, der sagt so, hier, so und so ist das. Ist natürlich ein bisschen, ist ein bisschen mehr Arbeit, die Informationen so einzupacken, dass sie irgendwie so rüberkommen, dass sie eben authentisch wirken, so als würden die Charaktere sich das möglicherweise gerade gegenseitig erzählen müssen oder können, ohne dass es komisch wirkt. Aber es dauert natürlich ein bisschen länger. Und damit ist auch, war mir dann auch klar nach dem Schreiben der ersten Episode, naja, die erste Episode, da ist schon eine Menge Exposition drin, da wird erstmal eine Menge über die Welt erzählt. Aber eigentlich erst am Ende der ersten Episode geht überhaupt erst die Handlung los. Vorher ist es eigentlich wirklich nur Umfeld, Charakter kennenlernen, Welt kennenlernen. Und dann hatte ich halt gehofft, okay, der Cliffhanger, hoffentlich reicht der, damit die Neugierde existiert. Okay, jetzt Folge 2 will ich aber schon hören. Mir war ziemlich klar, wenn die Hörer Ende Folge 2 erreichen, dann habe ich sie. Denn wenn ich, also mit dem Ende von Folge 2 habe ich gehofft, damit rechnet niemand. Und da war ich dann ziemlich sicher, da kann ich jetzt auch in Episode 3 mal in die Gegenwart gehen, das reicht jetzt, da so lange bleiben sie mir treu. Also das, genau, also da kommt, wir spoilern natürlich nicht, aber der Überraschungsmoment mit Lisa, der hat uns auch kurz einfach rausgerissen, ne? Ja. Also das kalte Wasser hat auch auf jeden Fall funktioniert. Das steht hier auf allen drei Notizblöcken steht das drauf, ne? Spannend. Was war das denn? Spannend. Ja. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen. Erstmal die Frage, du bist ja überwiegend Schreiberling. Wie sieht es denn mal aus, selber so eine kleine Sprechrolle in dem Ding mal zu machen? Einfach so als kleines Easter Egg. Habe ich jetzt in dieser Episode nicht gemacht. Ich habe es in der Mark Brandes-Serie ab und zu mal. Da habe ich mal so, mal unter Pseudonym, aber mal auch unter meinem richtigen Namen, habe ich dann mal irgendeine witzig kleine Nebenrolle gesprochen. Irgendeine Bodenstation oder irgendwie jemand, der dann sagt so, ja, fliegen Sie ein auf Hangar 12 oder so. Ja, das hat hauptsächlich, also ich bin etwas zögernd damit, weil ich sage, ich arbeite da ja mit Profis zusammen, die das die ganze Zeit richtig professionell machen. Und wenn man die Arbeit von Profis da drin schätzt und dann auch weiß, was die so alles abliefern können, ging es mir immer wieder so, da dachte ich, oh gosh, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug dafür. Also habe ich diesen Ehrgeiz dann relativ schnell hinter mir gelassen. Das ist eher aus einer Notsituation. Wenn es jetzt mal wirklich so wäre, irgendeine kleine Rolle und wir kriegen partout keinen Sprecher oder niemanden, der irgendwie Zeit hat oder so, und es ist zufälligerweise eine männliche Rolle oder so und nicht besonders aufwendig, dann sage ich, okay, ja, gib mal her, ich mach's mal. Und dann mache ich das, aber ich muss nicht drin vorkommen, nö. Also, okay. Ich bin sehr zufrieden. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne? So ein bisschen, ja. Ja. Genau. Ist ja auch kein Problem. Ja, dann habe ich noch die Frage, wie bist du denn selber mit dem Endergebnis zufrieden? Also ich war wie immer sehr freudig überrascht über die Arbeit, die dann Joachim, also mein Cousin, als Tonmeister an der ganzen Geschichte gemacht hat. Ich weiß natürlich, was er kann und dachte auch, naja, das wird jetzt auch nochmal eine Herausforderung. Insbesondere diese ganze Hyperakusis-Geschichte ist eine Herausforderung. Das hat man nicht irgendwo im Standard ein Tonmeister-Hörbuch drin, wie macht man sowas? Und er hatte damals schon, 1995, hatte er schon gute Ideen, wie man sowas darstellt, war aber bei weitem noch nicht so aufwendig wie heute. Und auf die war ich besonders gespannt. Und glücklich war ich vor allem mit der Arbeit auch der Sprecher. Jetzt nur, ja, verspoilern will ich nicht, aber in der letzten Episode gibt es
eine wirklich sehr lange Unterhaltung, die nicht funktionieren würde, wenn nicht beide Sprecher wirklich auf den Punkt geliefert hätten. Und das haben sie. Und deswegen bin ich sehr happy mit dem Ergebnis. Also ich muss ja sagen, ihr habt ja wirklich doch sehr renommierte Sprecher mit reingebracht. Also gerade auch so den Konrad Bösherz, das ist einer meiner liebsten Sprecher, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe letztens erst ein Spiel gezockt, wo er einer der Hauptsprecher ist, wo ich sag, so mega geile Arbeit, die der abliefert. Also herrlich, herrlich. Konrad ist ein Spitzenmann. Ja. Absolut. Ja, das wären so eigentlich im Groben unsere Fragen. Gut. Wunderbar. Vielen Dank erstmal. Ja, Dankeschön. Sehr gerne. Mach's gut. Ne? Also, mach's gut. Viel Spaß beim Weiterhören. Und Dankeschön. Danke. Ja, lass mich wissen, wenn es fertig ist. Und nochmal ein bisschen Werbung auch, um für das Label zu machen, ne, Folgenreich. Holt euch einfach mal so eine CD-Box, die kostet nicht viel und ist so mit Liebe aufgemacht, muss man ehrlich sagen. 4 CDs für, ich glaube, 239 Minuten, richtig geile Bespaßung für die Ohren mit tollen Sätzen drauf. Und Leute, irgendwo ist da auch noch eine Karte mit bei. Also, nee, nicht eine Karte, sondern ein richtig schönes Poster, was man sich auch noch gegebenenfalls über den Schreibtisch hängen kann. Also, bei mir wird es auf jeden Fall einen Platz finden. Und das Design und die Qualität sowohl der Hülle als auch des Posters und der Verpackung der Hülle sind unglaublich toll und unglaublich liebevoll gestaltet. Also da lohnt es sich wirklich, das Originalpaket sich so zu holen, um sich diese Reihe anzuhören. Definitiv. Ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich auch wieder an Daniel, dass er wieder dabei war und auch an meine Frau Jessie, dass sie hier uns heute beigewohnt hat. Sehr gerne. Und hoffen wir doch mal, dass wir in einer ähnlichen Konstellation wieder dabei sind. Daniel, seht ihr wieder, mal gucken, wie Jessie arbeiten muss. Das Ende interessiert mich jetzt sehr. Ich wäre gerne auch zum Abschluss dabei. Alles klar. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Hinterlasst doch einen Kommentar oder abonniert den Kanal oder sonst irgendwas. Den ganzen Scheiß brauchen wir euch ja nicht erzählen. Ihr seid groß. Also, bis zum nächsten Mal.